Wir sind am Thema Demut dran, natürlich auch am Gegenteil, Hochmut oder Stolz. Und wir haben die letzten Male schon gesehen, dass das eine Wurzel ist für sehr viele andere Tugenden. Demut ist eine Wurzel für ganz viele andere Tugenden und Stolz ist eine Wurzel für ganz viele andere Übel oder Sünden. Ja? Deswegen, wir können an vielen Tugenden rumfeilen, solange wir das mit der Demut nicht hinbekommen. Ist es so ähnlich, wenn wir irgendwelche Triebe oder Zweige abkappen, aber nicht an die Wurzel gehen. Der Herr will, dass wir an die Wurzel gehen, die Axt an die Wurzel legen, wie Johannes der Täufer sagte, das heißt auch Buße. Weißt du, Buße ist mehr als Sünden bekennen. Sünden bekennen lässt dir deine Sünden vergeben sein. Aber Buße lässt sich die Macht der Sünde hinter dir lassen. Was willst du? Nur, dass die Sünden dir vergeben sind oder die Macht zu sündigen hinter dir lassen? Deswegen ist es so wichtig, dass wir im Anbetracht des Königreiches Gottes Buße tun, um die Axt an der Wurzel zu legen und die Macht zu sündigen hinter uns zu lassen. Ich denke mir, jeder Christ würde sagen, Demut ist was Gutes, Demut ist sinnvoll, Jesus war demütig. Jeder würde zustimmen, ich will demütig sein, Demut ist besser als arrogant sein. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber wir müssen uns der Realität stellen, dass wir selber stolz sind. Und zwar erschreckend viel mehr, als uns das lieb und geheuer ist. Okay? Und wenn du sagst, wie wir es letzten Mittwoch gehört haben, stolz, wo bin ich denn stolz, verrätst du gerade, wie stolz du bist. Denn wenn du es noch nicht mal merkst, ist das Maß einer Verblendung durch Stolz immens. Also wenn du heute hier sitzt und allen Ernstes glaubst, na beim besten Willen, das mit dem Stolz habe ich schon lange in meinem Christenleben hinter mir gelassen. Seit Jahren. Oder hatte ich nie. Ich bin einfach ein demütiger Mensch. Ich bin so geboren. Ich bin er. Nein, sorry. Du bist ein bescheidener Mensch. Du bist der Liebe. Du bist der Nette. Du bist eine, die kleine Brötchen backt. Das ist nicht dasselbe wie Demut. Okay? Ich glaube, du verstehst noch nicht, was Demut ist. Aber wir werden dem auf die Spur kommen. Und dann werden wir nochmal neu Inventur halten, ob du wirklich demütig bist. Oder ob du vielleicht Buße tun solltest. Und eigentlich, denke ich mal, ist Buße ein Lebensstil, der uns jeden Tag begleiten sollte. Weil jeden Tag sollte die Königsherrschaft Gottes mehr uns übernehmen. Und deswegen sollten wir jeden Tag einen Lebensstil der Buße leben. Sogar für Dinge, die uns nicht mal bewusst sind. David hat gesagt, schau und sieh, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf einem Weg der Mühsal, ob der bei mir ist. Und führe mich auf ewigem Wege. Was ist der ewige Weg? Es ist der gesagt hat, ich bin der Weg. Es ist Christus, es ist Jesus und der Herr möchte uns in ihn und in seine Natur hineinführen. Okay, schauen wir uns unser Vorbild an, schauen wir uns Jesus Christus an, das demütige Lamm Gottes, das von sich gesagt hat, lernt von mir. Das heißt, er hat selber angedeutet, wir können Demut lernen, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich meine, Demut und Sanftmut gehören eng zusammen, aber das ist sein tiefstes Wesen, das ist seine Lammesnatur und er will, dass wir gerade das von ihm lernen. Also nicht lernen, wie toll er gepredigt hat, wie toll er Wunder gewirkt hat, das auch, aber fundamental und grundlegend will er, dass wir von ihm sein Hauptcharakteristikum lernen. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das sollen wir von ihm lernen. Das können wir von ihm lernen. Und deshalb wollen wir unser Herz öffnen dafür. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich bete um Erbarmen mit uns, dass du alles in uns, was hart ist, weich machst, dass du mit deinem Licht scheinst, dass du uns überführst, dass du uns befähigst, Buße zu tun, dass wir dir nicht widerstehen, dass du nicht an uns vorbeigehst, dass du uns zu überwinden machst, wie du einer warst. Dir gemäß, dir entsprechend, dir gefällig, wir wollen dir gefallen, Herr. Nicht an uns selber gefallen haben, wir wollen nicht Menschen gefallen oder beeindrucken, wir wollen dir gefallen, Herr.
Wir wollen von dir die Worte einmal hören, gut getan, gut und treuer Knecht. Wir wollen nicht hören, geh weg von mir, Herr. Wir wollen nicht hören, dass wir Täter der Gesetzlosigkeit sind, Arbeiter der Gesetzlosigkeit. Wir wollen hören, gut getan, guter und treuer Knecht. Deshalb müssen wir werden wie du, Herr, wie du es bist. Amen. Jesus hat nicht nur gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. In Matthäus 11, 29 hat auch gesagt, wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Matthäus 20, Vers 27. Jesus hat oft und eindrücklich und eindringlich von Demut gesprochen und er hat sie permanent ausgelebt. Wollen wir uns ihm öffnen? Wollen wir ihn anschauen? Allein schon die Regierungserklärung des Königreiches. In Matthäus 5 hat er begonnen mit den Worten: Selig sind die geistlich arm sind, ihrer ist das Himmelreich. Gleich danach: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen oder die Erde einnehmen, könnte man auch sagen. Wir wollen die Erde einnehmen für unseren König. Und wir können es nur tun, wenn wir Sanftmütige sind. Nicht, wenn wir, holla, hier komme ich, okay? Was kostet die Welt? Mit der Einstellung, wenn wir nicht Österreich einnehmen oder die Stadt einnehmen oder Deutschland einnehmen, sondern nur, wenn wir sanftmütig sind, denn die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Also hat er schon mal von Anfang an die Werte klargelegt. Mit dem ersten Atemzug hat er gesagt, worum es geht. Geistlich arm sein, sanftmütig sein. Wir sind oft so anders. Wir sind nicht geistlich arm, wir sind geistlich voll. Deshalb redest du so viel, weil du voll bist. Aber nicht voll mit Geistlichem, sondern voll mit dir selber. Und deshalb will der Herr, dass du von dir selber leer wirst, dass du dich lernst, selbst zu entleeren und zu verleugnen, damit du mit ihm voll wirst. Und um mit ihm voll zu werden, müssen wir geistlich arm werden, arm an uns selber, arm an unserer eigenen Gescheitheit und sich selbst für klug halten. Wir sind so oft so schnell, wir sind so schnell mit Meinungen, wir sind so schnell mit Erkenntnissen, wir haben so viel schon gehört und so viel Wissen in uns. Ein sanftmütiger Mensch, ein demütiger Mensch redet nicht so schnell, ist nicht so vorlaut, atmet erstmal durch, bückt sich vielleicht erstmal und schreibt in den Staub, wie es Jesus gemacht hat. Und wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich bin ein solcher Armer, der eigentlich nichts hat, pass auf, dass du nicht ein Heuchler bist. Pass auf, dass du nicht dir selber was vormachst, indem du nur so tust, als ob du arm bist. Aber in Wahrheit bist du reich an dir selber. Deswegen, wir wollen nicht religiös bekennen, Herr, wir haben nichts. Sondern wenn, dann wollen wir bekennen, Herr, wir haben nichts, weil wir überführt sind, wie leer wir sind. Und ich sage dir, ein Mensch, der bekennt, ich bin leer, ich habe nichts mehr her vor dir, der zerbrochen ist, bringt die Worte anders über die Lippen wie ein Religiöser, der schwülstig betet, o Herr, ich habe nichts, ich bin geistlich arm. So betet ein Religiöser, einer, der mit jedem Wort lügt, ja, oder heuchelt, je nachdem, wie du es nennen willst, religiös ist. Und das ist eigentlich das Schlimmste, wenn wir so wären. Deshalb ist es ehrlicher, wir sagen dem Herrn, Herr, ich bin noch voll von mir selber. Sagen wir es am Herrn mal. Herr, ich bin noch voll von mir selber. Das ist zumindest ehrlich, das ist nicht religiös. Okay, gut. Schon mal die klare Bestandsaufnahme. Jetzt können wir leer werden, arm werden, um mehr von ihm zu empfangen. Das Himmelreich ist nicht für die Vollen, sondern für die Armen, für die Leeren. Das Himmelreich ist nicht für die Hochmütigen, sondern das Himmelreich ist für die, lassen wir es doch bitte da so schön sein. Das Himmelreich ist für die Sanftmütigen.
Und deshalb ist es nichts für die Leute unserer Gesellschaft, weil die sind nicht sanftmütig. Und hoffentlich ist es was für uns. Die Segnungen des Himmelreichs sind für die Demütigen da. Das Geheimnis des irdischen Lebens mit Gott und des himmlischen Lebens mit Gott heißt Demut. Wenn wir lernen von ihm, werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. Wenn du in dir unruhig bist, kannst du zu ihm kommen und von ihm lernen. Bei ihm ist Ruhe. Vollkommene Ruhe. Und als den Jüngern der Gedanke kam, welcher unter ihnen wohl der Größte wäre, hat Jesus einfach ein Kind genommen, was da um sie herum war, und es in ihre Mitte gestellt. Er hat gesagt, wer sich selbst erniedrigt wie solch ein Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Er hat klar gemacht, welche Werte bei ihm zählen. Sowas zählt bei ihm. Wer sich klein macht, wer klein wird, oder wer sich besser gesagt klein machen lässt, der ist groß. Weil eigentlich so gut können wir uns nicht klein machen, oder? Dann wird es oft ein bisschen bemüht, dann wird es oft ein bisschen gestellt, geheuchelt. Wir tun ein bisschen ein auf klein. Nein, ich bin nix, ich kann nix. Wir tun ein bisschen ein auf klein und sind dabei doch so stolz. Deshalb ist es besser, wir lassen uns klein machen. Mit anderen Worten, wir lassen uns demütigen. Und schau daher, sorgt für Gelegenheiten, die dich demütigen im Leben. Er sorgt beim Autofahren für Autofahrer, die dich schneiden. Er sorgt für Autofahrer, die abrupt vor der Kreuzung bremsen, wo du früher geflucht hättest. Er sorgt dafür, dass du, wo du schöne Gelegenheit dich zu preisen her. Auf einmal sorgst du für, also wo du vorher geflucht hättest, findest du Gelegenheiten, den Segen in Verkleidung zu sehen. Danke, Herr. Danke für diese Demütigung. Danke für diese Gelegenheit, kleiner zu werden. Es sind die Liebesgesten Gottes, die uns demütigen im Alltag. Es sind die Liebesgesten Gottes, die uns klein machen. Es sind gar nicht die Liebesgesten Gottes, die uns Honig ums Maul schmieren, die uns hofieren und lobhudeln. Das sind eigentlich die versteckten Flüche des Teufels. Das sind eigentlich die Fallen des Teufels. Das sind die, da wo der Dolch schon im Rücken wartet. Wo du gelobt wirst, wo du hofiert wirst, wo du der Beste bist, na, habe ich es nicht toll gemacht. Das sind die versteckten Dolche. Aber da, wo Menschen dich übergehen, übersehen, andere dir vorziehen, da, wo du geschimpft wirst für Dinge, die dein Kollege gemacht hast, da, wo dein Kollege gelobt wirst für Dinge, die du gemacht hast, und der Herr sagt, klär es nicht, stell es nicht richtig. Das sind die versteckten Segnungen. Das sind die Küsse des Herrn. Das sind die Liebeserweise des Herrn, die sich nicht sofort als solche zu erkennen geben, sondern erst auf den zweiten Blick. Weil sie machen uns klein und erheben den Geist in uns. Verstehen wir das? Wir müssen das zutiefst verstehen. Wir müssen das erbitten, wir müssen das erflehen. Und wirklich, der Watchman Nee ist zu seiner Mentorin gegangen und hat sich die wöchentliche Watschen abgeholt von ihr. Glücklich ist er hingegangen, hat auf seine Watschen gewartet und als er sie gekriegt hat, hat er sich noch mehr gefreut. Du wirst sagen, ganz schön masochistisch. Nein, er war eigentlich ein geistlicher Hedonist, ein Genusssüchtiger des Geistes. Um ein Genusssüchtiger des Geistes zu sein, musst du ein Masochist werden für das Fleisch. Es geht nicht anders. Wenn du dein Fleisch pamperst und verhätschelst, nach Strich und Faden zerstörst das geistliche Leben. Aber wenn du deine Stirn hart machst wie Kieselstein, wenn du hingehst und dir die Leviten lesen lässt von einem Mentor, dann bist du auf dem Weg, tief den Herrn zu genießen, tief im Geist vorzustoßen. Wir müssen dieses Kontraintuitive gegen den Augenschein sehen, verstehen, begehren, wollen, dafür danken. Wir müssen völlig umgepolt werden. Völlig, ratzfatz, völlig umgepolt. Wovor heiß war es jetzt kalt, wovor kalt war es jetzt heiß. Sein Leben gewinnen will, muss verlieren, was verliert, wird es gewinnen. Versteht ihr mich? Es muss da komplett eine andere Polarität aufgebaut werden in uns. In unserem völligen Empfinden, in unseren Reflexen, in unseren Konditionierungen. Eine völlig andere Minus-Plus-Schaltung. Und wenn du denkst,
das langt, meine Botschaft zu hören. Oder grundsätzlich zu sagen, ja, ich will auch mal meinen Kopf waschen kriegen oder Mai. Weißt du, was die Probe auf Exempel ist? Wenn du eine Demütigung erlebst und sie und dich freuen kannst drüber. Es fängt erstmal drüber an, dass du es merkst und stillhältst. Das ist der erste Schritt. Du wirst gedemütigt. Also der Loser-Schritt ist, den wir alle schon praktiziert haben. Du wirst gedemütigt, unverbehandelt und blärst und schreist, wie einer, der angestochen worden ist. Das ist die Verliererhaltung, okay? Das macht jeder in der Welt so. Das kann jeder Idiot, okay? Das kann jeder Vollpfosten. Wenn er gedemütigt wird, blären, schreien, wettern, für sein Recht kämpfen, Einspruch euer Ehren schreien. Verstehst? Das kann jeder Idiot, okay? Das ist null Kunst, null geistliche Reife. Wenn du gedemütigt wirst, wenn dich jemand auf die Zehen tritt oder dich beschneidet oder sonst was und du hältst still, ist es die erste Steigerung. Die weitere Stufe auf dem Königsweg ist, du wirst gedemütigt, du musst stillhalten, du hältst still, weil es konditioniert ist und musst dich nicht mehr zusammenbeißen, stillzuhalten, sondern du fängst schon an, dich zu freuen. Und weißt, was irgendwann passieren wird? Dass du gedemütigt wirst und es gar nicht mehr merkst. Weil du brauchst nicht mehr lernen, stillzuhalten. Und der letzte Schritt ist dann, dass du gar nicht mehr gedemütigt wirst, weil der Herr sagt, Lektion gelernt, brauchst du nicht mehr gedemütigt werden. Und jetzt wirst du plötzlich gelobt und es kann dich nicht mehr verführen, weil jetzt bist du immun für Lob oder Tadel. Okay? Und dann kannst du auch vom Herrn wieder gelobt werden, weil Lob versaut dich nicht mehr. Aber in der Loser-Stadium wird dich jedes Lob versauen. Mich auch versauen. Okay? Wir sehen also diese vier Stadien. Wir sehen erst einmal, das totale Verliererstadium ist, du wirst gedemütigt und wehrst dich. Das ist der primitivste Schritt, okay? Das kann jeder Idiot, das kann jeder Gottlose machen. Da brauchst du überhaupt keinen Geist und kein Glauben dazu. Die nächste Stufe ist, du wirst gedemütigt und wehrst dich nicht, hält still. Die nächste ist, du wirst gedemütigt und kannst dich freuen daran. Also wirklich freuen. Und irgendwann dann wirst du gedemütigt und merkst es gar nicht mehr. Und dann hast du die Lektion gelernt. Aber bis wir da sind, kann es vielleicht ein paar Dutzend, und wenn du dich lang vorn zurückgehst, kannst du vielleicht ein paar Hunderte oder ein paar Tausend solche Erfahrungen brauchen. Ja? Aber ich sage dir, beim Herrn geht alles schneller, umso mehr du stillhältst. Sei nicht wie ein Pferd, das man Zaumzeug anlegt, sondern sei einer, der schnell und willig lernt. Die Mutter von Jakobus und Johannes kam und hat gesagt, kannst du es nicht machen, dass meine Söhne zur Linken und zur Rechten sitzen? Und dann hat Jesus gesagt, das kann ich nicht, das wird denen gewährt, für die es bestimmt ist. Und er hat sofort von dem Kelch gesprochen, den sie trinken. Also er hat eigentlich den Blick sofort von der Positionierung, der Geierei um die Position, hat er weggeleitet hin zu das Leiden, das Dulden, das Gebeugtwerden, die Erniedrigung. Also wir sehen, Demut war so wesentlich. Wer niedrig ist, ist Gott näher, als wer hoch droben ist. Wer niedrig ist, ist Gott näher, als der hoch droben ist. Wenn du aber niedrig bist, weil du durch eine Sünde dein ganzes Geld verloren hast, bist du deswegen nicht Gott näher. Verstehst mich? Du bist dann Gott näher, wenn du niedrig bist, weil du hoch sein könntest, aber es vorziehst, niedrig zu sein. Du bist nicht niedrig, weil du selbst verschuldet durch deine Dummheit, durch deine Sünde niedrig geworden bist. Aber selbst wenn du selbst verschuldet bist, will Gott dir an dem tiefsten Punkt begegnen, am Schweinetrog, ja, wie im verlorenen Sohn. Also letztlich kann Gott jedem Niedrigen begegnen, egal ob er in Armut geboren ist oder in Niedrigkeit, am Rand der Gesellschaft, egal ob du deine eigene Sünde und deine eigene Schuld niedrig geworden bist oder ob du
reich sein könntest, in jeder Hinsicht und hoch droben sein könntest und ehrbar sein könntest, aber es vorziehst, durch Demütigung gebeugt zu sein. Egal was es ist, Gott erhöht den Niedrigen. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Erniedrigung ist die Karriereleiter Gottes, okay? Beugen ist ja die Abkürzung nach oben. Und Jesus hat dieses Gleichnis erzählt, wo jemand eingeladen ist. Und Jesus sagt, setz dich auf den niedrigen Platz. Und wird das immer so aufgehen, dass man sofort augenblicklich befördert werden, dann braucht man keinen Glauben. Es ist nicht Magie, dass du dich auf den niedrigen Platz setzt und dann kommt der Gastgeber und setzt dich gleich beim ersten Mal auf den Ehrenplatz. Du hast du hast vielleicht jemand anderem eine Konzertkarte besorgt und für dich selber springt dann nur noch eine niedrige raus, eine kleine irgendwo ganz hinten und du hast den niedrigen für dich selber. Verstehst nicht, weil du es nicht leisten kannst, sondern nicht, weil du geizig bist oder sonst was, sondern weil du den anderen bevorzugst, nimmst du für dich den schlechteren Platz. Und jetzt kommt jemand und sagt, komm nach vorne, komm auf den guten Platz, den allerbesten Platz. Das kann so sein, das muss nicht so sein. Es kann auch sein, dass sich Gott eine Zeit lang auf dem niedrigen Platz einfach prüft. Es ist kein Automatismus nach dem Motto, immer wenn ich mich unten anstelle, werde ich immer nach oben gerufen. Das ist kein, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, hey, Jesus, sei kein Lügner. Also, verstehst du? Genau, manchmal fühlst du dich so gut, weil du anderen Vortritt lässt und fühlst dich so stolz dabei, wie toll du bist. Und dabei, das heißt, du musst noch mehrmals diesen niedrigen Platz einnehmen. Ja. Dieser niedrige Platz hat eigentlich mit Selbstvergessenheit zu tun. Du merkst gar nicht groß. Du bist nicht taktisch am niedrigen Platz, damit du den ersten kriegst, sondern du bist, ja, du nimmst den niedrigen Platz und bist auch, ja, dankst Gott auch für den Platz. Du bist nicht anmaßend, du bist nicht fordernd, dir steht mehr zu. Du beugst dich unter seine mächtige Hand, damit er dich erhöhen kann zu seiner Zeit. Jesus hat gesagt, ich bin unter euch wie ein Diener. Er sagt, in der Welt, ja, wir wissen, wie es in der Welt zugeht. Aber Jesus sagte, ich bin unter euch wie ein Diener. Was ist eigentlich ein Diener? Ein Diener ist, der die Interessen des Meisters immer vor Augen hat. Ein Diener ist, der nicht seinen eigenen Vorteil sucht, der nicht fragt, wo er selber bleibt, der dem Meister gefallen will und das genügt ihm. Eigentlich soll es uns genügen, wenn der Meister mit uns zufrieden ist. Das sollte uns das Höchste und Schönste im Leben sein. Der Herr will, dass wir uns selbst erniedrigen, damit er uns erhöhen kann. Und was nicht aus echter Selbsterniedrigung entspringt, hat bei ihm keinen Wert. Egal wie gut es ist, es hat keinen Wert vor ihm. Und die Welt hat noch wenig Demut gesehen, auch von Christen. Gerade von Christen hat sie zu wenig Demut gesehen. Und die Welt erkennt Demut, wenn sie sie sieht. Vielleicht kennen es Christen nicht so schnell, aber die Welt kann Demut riechen 100 Meter gegen Wind. Die hat ein Sensorium. Die Welt fragt oft, darfst du das als Christ überhaupt? Es ärgert uns manchmal, oder? Wenn die Weltmenschen sowas sagen, darfst du das als Christ überhaupt? Und die Weltmenschen haben ein Sensorium für das. Sie leben es zwar selber nicht, aber sie wissen es. Und deshalb will der Herr ein Zeugnis für sie sein. Durch echte Demut. Jesus hat gesagt, ich bin unter euch wie ein Diener. Und er sagt, wir sind Diener. Wenn wir das alles getan haben, sollen wir sagen, wir sind nur unnütze Knechte. Wir haben nur getan, was wir schuldig waren. Warum will der Herr, dass wir vor ihm nichts sind? Damit er alles sein kann, damit er unumschränkt sich verherrlichen kann. Wenn wir zu groß sind, stehlen wir ihm die Schau, nehmen wir ihm den Platz weg.
Weißt du, das Wasser, wo fließt das Wasser zuerst hin? Auf die hohen oder auf die tiefen Stellen? Was müssen wir sagen, Isabella? Wo fließt das Wasser zuerst hin? Auf die hohen oder die tiefen Stellen? Was füllt das Wasser zuerst? Die hohen Stellen oder die tiefen Stellen? Genau, die tiefen. Der Segensfluss Gottes, das Lebenswasser Gottes. Welche Stellen füllt es zuerst? Die hohen Stellen oder die tiefen Stellen? Die tiefen Stellen. Verstehen wir das? Sehen wir das? Der Segen erreicht den tiefsten Punkt zuerst, nicht den hohen. Die tiefsten Stellen will er anfüllen. Die werden als erstes angefüllt, die werden als erstes bewässert, die werden als erstes getränkt mit Segen und Fülle. Weißt du, Demut hat nichts damit zu tun, ein Fußabstreifer zu sein. Demut hat nichts damit zu tun, verbissen mehr zu machen wie andere. Damit hat Demut gar nichts zu tun. Gar nicht mit Verbissenheit, gar nicht mit Knurren und Murren, gar nicht mit Zähne zusammenbeißen und schon gar nicht mit zu kurz kommen. Demut hat zu tun mit unmittelbar davor zu stehen, belohnt zu werden, reich entlohnt zu werden, sein Wohlgefallen zu ernten, seine Kraft und Vollmacht zu empfangen. Damit hat Demut zu tun. Jesus war kein murriger Geselle. Er war jetzt nicht freudlos und er war jetzt nicht der Oberasket, sondern er war mit Freudenöl gesalbt vor seinen Gefährten. Er war attraktiv, er war anziehend für die Menschen. Sie waren gern, die Kinder mochten ihn, die Menschen waren gern in seiner Nähe. Er war lebensbejahend, er war lebensfroh, er war liebenswert. Ja, Menschen haben sich wohlgefühlt bei ihm. Und Menschen fühlen sich nicht wohl, wenn du so verbiestet bist, wenn du so ein Oberasket bist, der sich selbst und anderen nichts vergönnt. Ein demütiger Mensch sieht sich nicht leid, dass der andere das schöne Auto hat. Wenn du dich leid siehst, weil der andere das schöne Auto hat oder weil der andere schön angezogen ist oder weil der andere so viel Geld hat, so toll essen zu gehen, bist du nicht demütig. Wenn du demütig bist, freust du dich, gönnst du dem anderen, auch den Weltmenschen alles, allen Reichtum, alles Wohlergehen. Du missgönnst niemandem was. Du siehst dich an niemandem leid. Du musst dich mit niemandem vergleichen. Wenn du demütig bist, ja, freust dich, dass du gesegnet bist, weil du Jesus nahe bist, dem Lamm Gottes nahe bist, weil du ihm gefällst. Du bist ein glücklicher Mensch. Bitte? Genau, weil du leben darfst. Und ja, wenn dir jemand was Gutes zukommen lässt, kannst du es auch annehmen. Du musst dir nicht alles versagen. Das hat alles nicht mehr den Stellenwert. Das Schönste ist die innige Nähe zum Lamm Gottes in dir. Das Schönste ist, dass du weißt, du bist in seiner Liebe, in seinem Wohlgefallen. Du genießt seine Gegenwart, sein Zoe-Leben. Das macht dich zum glücklichen Menschen. Deshalb, religiöse Demut, ist wahrscheinlich falsche Demut, macht dich so knurrig und murrig und so verbiestert und so verbittert. Das ist die falsche Demut. Von der rede ich nicht, okay? Von der reden wir nicht. Ich rede von dieser attraktiven Lammesnatur, die Jesus hatte. Jesus konnte sich mit Reichen treffen, ohne dass sich die irgendwie gleich rechtfertigen mussten, dass sie reich sind. Verstehst du? Ein wahrhaft Demütiger kann allen Menschen dienen. Du kannst einem Reichen dienen und der Reiche wird sich nicht schlecht fühlen neben dir. Er wird überführt werden, aber wird sich von deiner Herzenshaltung nicht schlecht fühlen. Du kannst einem armen Menschen dienen, du kannst einem reichen Menschen dienen. Weil Jesus war nicht nur ein Diener Gottes, sondern war auch ein Diener der Menschen. Und er will auch, dass wir nicht nur Diener Gottes sind, sondern Diener der Menschen. Und in der Tat ist unser Dienst an den Menschen der Test, ob wir die wahre Diener Gottes sind. Denn du kannst nicht Gott dienen, den du nicht siehst, wenn du nicht bereit bist, Menschen zu dienen, die du siehst. Also ganz klar, wenn du Gottes Knecht, Gottes Diener sein willst, musst du auch gleichzeitig ein Diener von Menschen werden. Du bist ein Diener der Menschen, du bist keines Menschen Knecht. Paulus sagte,
Du bist keines Menschen Sklave, wäret nicht der Menschen Sklaven, aber du bist in der Liebe ein Diener von allen Menschen. Jesus war frei, allen Menschen dienen. Er war nicht bestechlich, er war nicht kaufbar, aber er war frei, allen zu dienen. Er war ein Diener der Menschen, aber er war nicht versklavt an ihre Launen. Er war nicht manipulierbar. Okay? Schauen wir uns noch mehr von Jesus an, wie er war. Er erniedrigte sich selbst, darum hat ihn Gott erhöht. Philipper 2. Paulus hat ja diese berühmte Stelle in Galater 2,20, nicht ich, sondern Christus. Und diese Stelle hat unser Herr vorgelebt. Nicht ich, sondern der Vater. Schauen wir uns an. Johannes 5,19, der Sohn kann nichts von sich aus tun, nicht ich. Dann Johannes 5,30, ich kann nichts von mir aus tun. Wie ich höre, so richte ich, mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 5,30. Johannes 5,41, nicht ich. Ich nehme nicht Ehre von Menschen. Johannes 6,38, ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue. Johannes 7,16, meine Lehre ist nicht mein. Johannes 7,28, aber ich bin nicht von mir aus gekommen, sondern einer, der Wahrhaftige, hat mich gesandt. Johannes 8,50, ich suche nicht meine Ehre. Johannes 14,10, die Worte, die rede ich nicht von mir selbst. Johannes 14,24, das Wort, das er hört, ist nicht mein. Also ich glaube, es sind genügend Verweise für das Nicht-Ich, sondern der Vater. Und er hat damit den Lebensstil vorgegeben. Nicht ich, sondern der Vater war es beim Herrn. Bei uns ist es nicht ich, sondern Christus. Das war sein Herzenszustand, das ist unser Herzenszustand. Nicht wir. Der Christus hatte nicht an sich selbst gefallen. Ja, Halleluja. Wir sollen nicht an uns selbst gefallen haben. Nicht uns um uns selber drehen. Jesus hat sich zurückgenommen, hat Platz geschaffen für den Vater. Wir sollen uns zurücknehmen, Platz schaffen für Christus, den Weg frei machen. Wir werden zu nichts, damit Gott alles sein kann. Christus machte sich selbst zu nichts, damit der Vater übernehmen kann und alles sein kann. Er verzichtete auf seinen eigenen Willen, obwohl Gottes sein Wille gut war und richtig war und weise war. Er verzichtete auf seinen eigenen Willen, um dem Willen Gottes Raum zu geben. Wir sollen auf unseren eigenen Willen, obwohl wir Recht haben und richtig Dinge einschätzen, verzichten, um Gottes Willen Raum zu geben. Okay? Dadurch kann er wirken und nicht mehr wir. Jesus hat uns vorgemacht, ich bin nichts. Ich will nichts von mir. Ich will alles von und für den Vater. Und unsere Haltung soll sein, ich will nichts und bin nichts aus mir und will nichts für mich. Ich will alles für Christus, von Christus und für Christus und zu ihm hin. Ein Leben völliger Selbstverleugnung, nicht ich. Völliger Unterwerfung unter Gott. Völliger freiwilliger Abhängigkeit. Ich binde mich an deinen Willen. Herr, was ist das als Gleichung? Ein Leben völliger Selbstverleugnung, völliger Unterwerfung unter Gott, völliger Abhängigkeit ist gleich ein Leben völligen Friedens, völliger Seelenruhe, so wie er Ruhe findet für eure Seele, und völligen Glückseligkeit. Du bist gesalbt mit völliger Freude, du bist gesalbt mit Freudenöl vor den anderen Menschen. Also nochmal die Gleichung. Ein Leben völliger Selbstverleugnung, völliger Unterordnung und völliger freiwilliger Abhängigkeit von Gott kommt gleich in einem Leben völligen Friedens, völliger Ruhe und völliger Freude. Okay? Das müssen wir verstehen. Zudem lädt uns Gott ein. Willst du das eine haben, lebt das andere. Dadurch, dass Jesus dem Vater alles gab, verlor er nichts. Wenn du Gott alles gibst, verlierst du deine Nachteile, verlierst du deine Probleme, verlierst du deine Traurigkeit, verlierst du deinen Ärger, verlierst du deine Unruhe,
Das verlierst du, wenn du Gott alles gibst. Und was gewinnst du? Du gewinnst innere Freiheit, inneres Wohlsein, innere Erfüllung. Ein Leben im Vertrauen, ein Leben in Abhängigkeit, im Gehorsam bringt dich pfeilgrad zur Rechten des Vaters, pfeilgrad in die Herrlichkeit, befördert dich. Gott möchte uns vor Augen stellen, diesen wunderbaren Tausch, diesen wunderbaren Deal. Er möchte sagen, lass uns Geschäft kommen. Du gibst mir deinen Willen, deine Verfügungsrecht über dich, du unterstellst dich mir und ich gebe dir Segen im Übermaß, Fülle, Freude. Haben wir es nicht schon oft genug erlebt, wenn wir unseren eigenen Willen durchgesetzt haben, dass wir nachher nicht glücklich waren? Haben wir es nicht erlebt, dass wir unsere eigene Nase, unsere eigenen Vorstellungen, unseren eigenen Kopf durchgesetzt haben und am Ende leer waren, unerfüllt waren, angezipft waren? Haben wir es nicht oft genug erlebt, dass der Weg gar nicht so toll war? Warum es nicht mal auf die Weise Jesu versuchen? Warum nicht eingehen auf das Leben, wo wir uns selber verlieren und Segen und Freude und Erfüllung erleben dürfen? O Herr Jesus, in dir, in unserem Selbst, in meinem Fleisch, sagt Paulus, wohnt nichts Gutes. Unser Fleisch wird dich in 10 von 10 Fällen belügen, täuschen, austricksen. Es wird dir viel vorgaukeln und wenig davon halten. Es ist nicht vertrauenswürdig. Unser Fleisch, unser Selbstleben, unsere Seelenkraft, wir dürfen ihr nicht gestatten, die Oberhand zu nehmen. Sonst kommt der Blödsinn raus, den wir oft genug schon geerntet haben und erlebt haben. Aber wenn du nichts von dir selbst aus sein willst, nichts von dir selbst aus gelten willst, kann Gott übernehmen, kann Gott alles sein, kann Gott dich erheben, kann Gott dich navigieren und manövrieren, dich in eine Berufung bringen. Wie viel selbst ist im Nachjagen deiner Berufung im Glaubensleben beinhaltet? Wenn du sagst, Herr, ob ich meine Berufung finde, ist nicht meine Verantwortung. Dass ich in meine Berufung komme, ist nicht mein Job, ist es dein Job, Herr. Mein Job ist, mich selbst verleugnen. Mein Job ist, mich abhängig machen von dir, mir selber sterben, mich selber zurücknehmen und du beförderst mich an den Platz, wo du mich haben willst. Du bringst mich deine Berufung. Wenn es Christen wüssten, die hecheln und hetzen, um ihre Berufung hineinzukommen, aber nicht wir sind für unsere Berufung verantwortlich, sondern der Meister. Wir sind verantwortlich, verfügbar zu sein, frei zu sein für ihn, uns selbst zu vergessen und dann zu erleben, dass er uns positioniert, wo er es will, wann er es will. Wenn es nach 10 Jahren ist, ist es auch gut. Wenn es gar nicht ist, ist es auch gut. Okay. Er will, dass wir ihn zu unserem Alles erklären und machen, praktisch Tag für Tag. Dass er wirklich unser Ein und Alles sein kann und sein darf. Und dazu müssen wir beiseite treten, sonst wird das nicht können. Aber so oft haben wir diese Demut weder begehrt, noch erstrebt, noch gerungen darum. Meist war irgendwie sowas, was halt irgendwie, wenn Gott will, macht er mich irgendwann demütig. Ich sag dir, ihr habt nicht, weil er nicht bittet. Der Herr will, dass wir ihn in den Ohren liegen. Herr, mach mich wie du. Herr, mach mich zu einem Diener wie du. Herr, mach mich so, wie du bist. Gewinne mich durch dein Wesen. Okay? Das muss uns ein Anliegen sein. Es muss uns ernst sein mit diesem Ausstrecken danach, mit dieser Sehnsucht. Herr, lass mich freuen über Ungerechtigkeiten. Lass mich freuen über Schwachheiten, wie es Paulus sagte. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Herr, verdrahte mich neu. Schaff die neue Polarität in meinem Inneren. Verändere das, Herr, bei mir. Mach mich willig abhängig, Herr. Lass mich dein göttliches Leben empfangen. Dazu muss mein eigenes Leben und Wursteln aufhören. Bring dein sanftmütiges, demütiges Leben in mir
hervor. Weißt du, Demut war für Jesus nicht eine Gefühlswallung, die ihn ab und an überkommen ist. In sentimentalen Momenten wurden seine Augen wässrig. Ich habe einen moralischen. Ich kriege gerade meinen Demutsanflug. Verstehst du, das ist nicht gemeint. Demut war für ihn 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das war sein Lebensstil, eine Grundeinstellung, ein Lebensstil. Von früh bis spät, ohne Urlaub, ohne Feiertag, ohne Wochenende. Tag für Tag lebte als ein Diener Gottes und ein Diener der Menschen. Ein Leben, das völlig Gott ergeben ist. Ein Wesen, wie Gott es sich für seine Geschöpfe, für seine Menschen immer gewünscht hat. Und wir sollten uns es wirklich fragen, lebst du so? Christa, Valerie, Jürgen, wenn ich euch fragen würde, lebt ihr so jeden Tag, dass du dich freuen kannst, wenn dir beim Mund gefahren wird? Lebst du so, dass du dich freuen kannst, weil du eine Gelegenheit hattest, dass du gebeugt wurdest und sagst, Halleluja, Segen in Verkleidung? Verstehst du, lebst du so? Wenn nicht, bist du noch stolz und darfst Demut lernen von ihm. Verstehst du mich? In der Theorie sind wir alle demütig. In der Theorie sind wir alle, verstehst du, Bundestrainer und Bundeskanzler. Verstehst du, in der Theorie sind wir das alle auf der Couch. Da wissen wir alle, wie es lang geht. Aber in der Praxis schaut es anders aus. Der Herr möchte uns verändern. Und wenn du dir die Jünger anschaust, dann siehst du, dass sie auf dem Weg nach Jerusalem, nach 3 Jahren Top-Bibelschule von Jesus selbst, vom Meister selbst, muss man vorstellen, 3 Jahre, 24 Stunden Bibelschule bei Jesus. Das ist das größte Privileg, was wahrscheinlich Menschen jemals hatten, Christen, Gläubige, jemals hatten. 3 Jahre Jesus beobachten, 3 Jahre um ihn sein, 3 Jahre in seine Augen schauen, 3 Jahre an seinen Lippen hängen und jedes Wort, jedes Wunder, alles miterleben. Und nach 3 Jahren, kurz vor der Abschlussprüfung, streiten sie sich, wer von ihnen der Größte ist. Und wir denken natürlich, wie können die bloß solche Lotschen sein? Wie können die bloß solche Pfeifen sein? Tatsache ist, dass der Herr sagt, nimm mal die Pfeife an der Nase. Ich gebe dir Brief und Siegel, du wärst nach 3 Jahren mit mir genauso eine Pfeife. Weil, verstehst du, die Jünger haben alles aufgegeben. Es war nicht so, dass die Jünger Minimalisten waren. Es war nicht so, dass die Jünger nicht opferbereit waren. Die Jünger haben ihre Familie zurückgelassen, ihren Beruf, ihren Lebensmittelpunkt, alles aufgegeben. Das muss erstmal einer nachmachen von den heutigen Christen. Der Petrus ist aufs Wasser gegangen im Glauben, der konnte nicht schwimmen. Oder vielleicht konnte er ein bisschen schwimmen, weil er irgendwann aus dem Fischerboot ein bisschen rübergekrault, ein bisschen konnte er schwimmen, ja. Aber trotzdem, ich meine, im Sturm war es nicht lustig, aus dem Boot zu gehen, wo die Wellen so peitschen. Und er hat Glaubensschritte gemacht. Das war der große Petrus. Das waren die Jünger, in deren Hände sich das Brot vermehrt hat. Die haben gesehen, wie das Brot nicht weniger wurde bei der Menschenmenge. Die haben Kranke geheilt, die haben Dämonen ausgetrieben, die haben extreme Wunder gesehen, Totenauferweckungen gesehen. Die haben wirklich alles erlebt, dass bei Gott alles möglich ist. Und als Resultat dieser 3 Jahre haben sich gestritten, wer der Größte ist. Da siehst du mal, dass viel Hingabe, viel Wissen von Wahrheiten, viel mit Jesus beten und Gemeinschaft haben, noch gar nichts besagt. Das sollte uns ernüchtern. Du kannst so viel wissen, so tolle Leistungen schon vollbracht haben und trotzdem schlummert in uns noch dieser Abgrund des Hochmuts, des Stolzes, der Ich-Bezogenheit. Und ich sagte, du kannst 30 Jahre bekehrt sein und gläubig sein. Du kannst 40 Jahre bekehrt und gläubig sein. Du kannst auf so vielen Vermengungstreffen gewesen sein. So viele Konferenzen und Brüdertreffen und weiß nicht alles besucht haben. So viel Wissen vom Gott verordneten Weg, durch den Prozess gegangen und reinen Gott. Du kannst so viel Wissen über ewige Wahrheiten. Du kannst die Ökonomie rauf und runter buchstabieren und trotzdem in all den Jahren und Jahrzehnten ist dein Herz hart geblieben, ist dein Herz stolz geblieben. Hast du nicht gelernt,
dich zerbrechen zu lassen. Das sollte uns allen zu denken geben. Der Herr kann bald kommen. Wir leben nicht in den letzten Tagen, wir leben eigentlich in den letzten Minuten der Uhr, wo Jesus wiederkommen will und kann. Und wir haben keine Tage, Wochen und Monate mehr zu verschenken, überwindet zu werden und den Charakter des Lammes zu erlangen. Wir haben überhaupt keine Zeit zu verschenken. Und deshalb, diese Botschaft ist keine Motivationsbotschaft, die uns einfach nur auf die Schultern klopft. Wir sind unterwegs. Ja, mag sein, wir alle sind unterwegs. Wir teilen gut mit. Wir lieben den Herrn. Wir besuchen Versammlungen. Wir sind im Wort. Wir beten jeden Tag. Das ist alles gut und schön. Du bist gut unterwegs. Aber es braucht noch ein bisschen Feinschliff. Es braucht noch in manchen Bereichen Tiefenbohrung. Tiefe Behandlung. Dass der Stolz in allen Nischen, in allen Verwinkelungen unser Leben verlässt. Ja, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, wenn wir ihn anrufen, wenn wir ihn genießen, wenn wir ihn anschauen im Geist, wenn wir ihn vor ihm sind jeden Tag und ihn genießen und er sich uns überträgt, dann überträgt sich auch sein Wesen der Demut an uns. Aber warum geschieht es bei manchen mehr und bei manchen weniger? Natürlich musst du Zeit mit ihm verbringen, aber Zeit allein ist es nicht. Du musst auch die Gelegenheiten der Buße nutzen. Du musst die Gelegenheiten, wo der Herr mit seinem Licht scheint, auch nutzen. Wenn du diese Gelegenheiten nicht nutzt, bleibt hier etwas verschlossen für den Herrn. Bleibt hier was verhärtet. Und nur, verstehst du, du kannst die Zeiten in einer gesalbten Versammlung oder auch zu Hause in der Gegenwart des Herrn. Die Zeit kann so oder so verlaufen, je nachdem, wie behandelt dein Herz ist, wie hungrig dein Herz ist. Du kannst in einer Viertelstunde in der Gegenwart des Herrn viel stärker umgewandelt werden, als wer anders in Tagen oder in Jahren. Wenn du weich geworden bist, wenn du zerbrochen bist, wenn deine harte Schale Knackse zugelassen hat und Sprünge zugelassen hat, wenn du wirklich nach Gott hungerst und dürstest und wie der blinde Bartimäus schreit, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich meiner und geh nicht an mir vorbei. Weißt du, du wirst vielleicht sogar sagen, oder ich möchte nochmal fragen, wie schaut dein Leben aus, dein verborgenes Leben mit Gott? Wann hast du zum letzten Mal vom Herrn geweint? Ja, meine Gebetszeiten sind nicht feucht. Fröhlich, aber auch nicht feucht traurig. Ich bin nicht so ein feuchter Typ, ich bin eher der trockene Klotz, ja? Ich bin eher trocken. Wann hast du zum letzten Mal gekniet? Weißt du, knien ist keine Garantie, aber ich sag dir, auf den Knien ist es leichter, sich zu beugen, wie nicht auf den Knien, verstehst du? Wir sollten öfter auf die Knie gehen. Wir sollten öfter, ich möchte euch vormachen, mal so beten vor ihm, verstehst du? Wir sollten öfter vor ihm sein und mal ein paar Minuten vor ihm liegen und sagen, Herr, schau mein Leben an. Prüf's, leuchte mit deinem Licht auf mich. Wann bist du zum letzten Mal so vor ihm gelegen? Oder hast du noch nie gemacht? Ich spreche nicht von den alten Geschwistern, wo es vielleicht nicht möglich ist. Aber dein Bett ist vielleicht möglich. Ich sage nicht, dass die Haltung alles ist, aber die Haltung ist mehr als nichts, okay? Also, wann hast du am letzten Mal gekniet? Wann? Ja, da schlafen immer meine Oberschenkel ein, wenn ich drauf sitze. Okay, dann stehe ich zwischendurch wieder auf. Aber verstehst du, wir sollten öfter knien, wir sollten öfter auf unserem Angesicht liegen. Mose hat sich jedes einzelne Mal, wenn er herausgefordert wurde, so flach in den Staub geworfen. Und ich glaube, der Wüstensand war nicht so sauber wie dein Wohnzimmerteppich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, weil du das letzte Mal gesaugt hast, aber ich nehme an, das ist ein bisschen weniger Staub wie im Wüstenstaub, okay? Also was ich damit meine ist, ich will euch helfen, ich will euch praktische Tipps geben. Wir sollten nicht minimalistisch beten vor Gott. Wir sollten uns selber täglich anspornen zu mehr Drive. Zu mehr Drive im Lobpreis, mehr Drive und Power in Danksagung und Anbetung. Auch mal hüpfen, auch mal wippen, auch mal sich im Kreis drehen, ja, okay. Nicht nur stocksteif irgendwie im Wohnzimmer Lehnstuhl liegen, wo du halb einschläfst, wo du morgens in der Morgenerweckung halb
Verstehst du, es ist okay. Verstehst du? Dann kaltes Wasser ins Gesicht oder sonst was. Oder geh in den Balkon raus, wo es kühler ist. Komm irgendwie in die Puschen. Sporne dich selber an. Wie ein Sportler, der muss sich motivieren, zum Training rauszugehen. Wir müssen uns trainieren und anspornen, jeden Tag für Gott das Beste zu geben. Jeden Tag mehr aus uns zu sein für Gott als am Tag davor. Aber stattdessen sind wir so minimalistisch. Wir sind so gemütliche Kunden. Ja, komm ich heute nicht, komm ich morgen. Für Jesus tut es schon. Für den allmächtigen dreinen Gott tut es schon. Er wohnt eh in mir. Da reiße ich mir keinen Hacks aus. Weil du lau bist, spucke ich dich aus meinem Mund. Ich möchte die Worte nicht hören. Ich möchte es nicht hören, ich weiß, wie es dir geht. Ich möchte es nicht hören. Ich möchte es nicht hören, dass er sagt, 1000 Jahre nachsitzen. Da werden der Beine gemacht. Ich möchte es nicht hören. 1000 Jahre sind verflixt lang. Ich möchte lieber heute ein Maximalist sein. Ich möchte lieber heute in meinem Gebetsleben anfangen zu schwitzen. Ich möchte lieber merken, wie mir die Beine einschlafen vom Knien. Ich möchte lieber, verstehst du, auf dem Angesicht liegen und zum Herrn schreien noch einmal, als dass es immer nur so billig hergeht. Das Kreuz war nicht billig für uns. Und der Herr will, dass unser Hunger nach ihm nicht billig hergeht. Du wirst sagen, kann man den Hunger nicht aus den Poren schwitzen, aus den Rippen schwitzen? Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ich sag dir, dann schrei, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, ich kann nicht weinen vor dir. Ich hab vor Jahren zum letzten Mal geweint. Ich habe noch nie vor dir geweint, weil ich so ein religiöser Klotz bin. Verstehst du? Dann schrei ihm mit deinem Unvermögen an. Glaubst nicht, dass er dich erbarmen wird über dir? Aber wenn es dir wurscht ist, wird er sich nicht erbarmen. Weißt du, ich sage dir Folgendes, wenn du ohne etwas leben kannst, wird es Gott dir nicht geben. Wenn du ohne Hunger geistlich leben kannst in der Gebetszeit, wirst du niemals für Gott hungern und dürsten nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Niemals! Gott gibt nur das, was du über alles begehrst und willst. Nur das bekommst du. Nichts. Ich gebe dir mit Brief und Siegel. Ich gebe es dir und du wirst am Richter zu Christi wiederhören. Nichts wirst du jemals bekommen, was du nicht aufrichtigst begehrst. Nichts wirst du haben. Keine Sorge. Du wirst die nächsten 10 Jahre so lau bleiben. Keine Sorge. Du wirst trocken, tränenlos, bußlos, stolz, arrogant und hochmütig bleiben die nächsten 10 Jahre. Keine Sorge, Demut wirst du nicht bekommen. Mach dir keine Sorge drum. Es sei denn, du fängst an, es wirklich zu wollen. Mit jeder Faser deines Herzens, mit dem Schlag deines Herzens. Glaub mir, du kannst noch so viele Vermengungskonferenzen besuchen, wie du willst. Du kannst die Bank anwärmen. Du kannst die Morgenbewegung schön runtersagen, dass alle Geschwister es nett finden. Der Herr weiß, wie es im Herzen ausschaut. Richtigkeiten werden dich nicht demütig machen. Korrektheiten werden dich nicht demütig machen. Und ich will schon lange nicht mehr, ist mein Fokus auf Richtigkeiten, die er sagt in der Morgenerweckung. Was ich viel mehr von euch hören und sehen will, ist Herzblut. Herzblut im Mitteilen, im Christus hervorsprechen. Bisschen Schweiß, bisschen Erregung, bisschen echte Freude. Nicht so gespielt, religiös. Ich habe Freudigkeit, Bruder. Nein, nicht das. Tritt in die Tonne, den Dreck. Und jetzt frag dich und sag mir, ob du Demut in deinem Herzen hast. Ich glaube, hoffentlich scheint das Licht auf dich und du erkennst, wie stolz du bist vor ihm. Und du erkennst, wie sehr du seine Demut brauchst. Und er wird sie dir geben. Weil er wohnt in dir. Und dazu muss erstmal eine Inventur, eine Bestandsaufnahme her, dass wir es überhaupt merken, dass wir es brauchen. Gut, ich glaube, ich möchte hier einfach mal die Botschaft beenden und ich möchte einfach auch mal das Mikrofon freigeben für Reaktionen, für Buße. Übrigens keine Sorge, die persönlichen Reaktionen müssen wir nicht auf YouTube stellen. Die schneiden wir raus. Was letztens Mittwoch war, habe ich rausgeschnitten von Alexandra und dir. Das ist also ist nur die Botschaft. Also keiner braucht sich jetzt genieren, das wird verewigt auf YouTube oder sonst was. Das ist es nicht. Aber wenn du sagst, für die 3 Leute, die zuschauen, geniere ich mich nicht, sind Geschwister,
Das ist eine Hedi, wir grüßen dich, das ist eine Siglinde. Und wer noch dabei ist und die Aufzeichnung sich anschaut, das sind Menschen, die sonst auch hier sind und gerne hier wären. Und wenn du zu Hause bist, betrifft es dich genauso, wie wenn du hier bist. Du kannst das im Chat schreiben, wenn du reagieren möchtest. Oder es mit dem Herrn ausmachen. Aber weißt du, was ich gemerkt habe? Das hier ist ein wunderbares Forum, um heute Nägel mit Köpfen zu machen. Weil bis du heimfährst, kann der Teufel das Wort schon aus dem Herzen rausreißen. Du kommst heim, hast Ärger mit deinem Mann, mit deinen Eltern, wer weiß ich, was da kommt. Schaust doch in den Fernseher kurz rein und bist abgelenkt. Aber wenn du hier bist und das Wort im Herzen brennt, dann kannst du kommen und kannst es festmachen, kannst sagen, Geschwister, betet für mich, ich habe was erkannt, ich brauche euch, ich brauche mehr davon. Weißt du, wenn es keine Show ist, wenn du es nicht machst, um dich zu produzieren, sondern wenn du es machst, weil Gott dein Herz anrührt, dann hat es einen Wert vor ihm. Aber ich glaube, du möchtest was sagen, Silvia. Wenn man das jetzt hört und sagt, geh auf die Knie oder so, dann kann es ganz schnell mal zu einer Methodik werden, wenn man nicht mit seinem Herzen mitgeht. Und eine Methodik bringt die nicht, es ist vielleicht ein Startpunkt, aber nicht wirklich zum Ende. Vor ungefähr einem Jahr habe ich ein Teaching von jemandem gehört und der hat gesagt, fang an, wenn du wirklich Veränderung haben willst, dann fang an, Gott zu bitten, dass er mit seinem Licht bei dir scheint und öffne ihm alle Bereiche deines Seins. Und auch vor ein paar Wochen haben wir das in der Morgenerweckung gelesen, wie der Bruder Lee sagt, bete täglich, dass du Gott dein ganzes Sein gibst, weil wir wissen manchmal, wo wir Gott widerstehen, aber ganz viele Dinge sind ganz tief in uns verborgen. Alte Abwehrmechanismen, alte Dinge. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass der Herr mir ganz oft Dinge zeigt, ich wäre nie selber drauf gekommen. Aber ich bete seit einem Jahr fast täglich um Licht. Herr, du darfst in jedem Bereich meines Lebens scheinen. Du darfst in jedem Bereich meines Lebens mir Dinge zeigen und schone und erlaube mir nicht, bitte erlaube mir nicht, dass ich irgendwo dann einen Ausbüchser mache, weil da bin ich echt richtig gut drin. Und ich darf wirklich sagen, da kommt so viel Überführung, da kommt so viel. Und ich weiß, das habe ich nicht selbst gemacht. Mein Anteil ist aber dann zu hören, wenn Gott was sagt. Und wenn er das zeigt, dann wirklich Buße zu tun und den Herrn einzuladen, jetzt die Änderung herbeizuführen, weil wir selbst in uns sind so schwach, auch wenn wir es uns toll vornehmen, wird es morgen schon nicht mehr klappen oder vielleicht übermorgen schon nicht mehr. Aber der Herr in uns ist die Lebensversorgung. Und als ich im Johannesevangelium Lebensstudie das gelesen habe, dass mit dem Licht auch die Lebensversorgung Christi kommt, da ist von mir so ein Druck abgefallen, weil bis dato habe ich immer gedacht, jetzt muss ich selber die Veränderung machen. Das kann ich gar nicht. Aber ich muss ihm ganz aktiv erlauben. Und das Erste ist zu sagen, ja, du hast recht. Ja, Herr, wenn du mir das zeigst, dann hast du einfach recht, weil er recht hat. Punkt. Und das bringt die Veränderung. Beten um Licht und dann Buße tun, wenn er zeigt, und ihn dann einladen, sagen, Herr, du musst jetzt in diesen Bereich reinkommen, wo ich noch es besser weiß, wo ich noch mich selber schütze, wo ich noch für mich selber kämpfe, wo ich dich einfach nicht kenne. Heute früh in der Gebetszeit hat mir der Herr etwas gezeigt und das hat mich echt richtig bewegt. Er hat mir gezeigt, dass ich ihn in ganz vielen, das war in dieser Morgenerweckung, wo wir die ganze Woche gehört haben, wie viele Aspekte Gott hat, wie er sich immer wieder in anderen Aspekten Abraham gezeigt hat über die Dauer. Und da ist mir schon der so klar geworden, ich kenne ihn ja so viele Sachen gar nicht. Und heute Morgen habe ich erkannt, dass ich nur mein Bild von ihm kenne, in ganz vielen Bereichen, aber nicht ihn selbst. Und woher kommt es? Woher kommt diese Erkenntnis? Weil er mit seinem Licht gekommen ist und ich konnte eine wunderbare Zeit haben mit ihm, mit Buße und dann immer mit Wiederherstellung. Wir leben jetzt in der Gnade. Dafür ist Jesus gekommen, dass wir das jetzt empfangen dürfen und wir brauchen so unendlich viel Errettung vor uns selbst. Die Sünde ist weniger das Problem, aber unser starkes Selbst, eingefressen in alten Spuren.
Und Herr, ich danke dir für dein Licht. Und ich danke dir, du bist das Licht dieser Welt. Und du kamst in die Finsternis und die Finsternis überwindet dich nicht. Wo du bist, ist nicht der Sieg der Finsternis. Und ich danke dir dafür. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der auf diesen Weg geht, wo du mit deinem Licht sein darfst. Amen. Möchte noch jemand beten oder... Also ich habe eine Zeit hinter mir, wo ich total verzweifelt war, unzufrieden, weil ich habe zum Herrn gefleht, Herr, ich will dein Sprechen hören. Ich tue jetzt überhaupt nichts mehr, solange bis du mir nicht ein Sprechen gibst. Und ich war wirklich verzweifelt und einige Geschwister wissen das, wie sehr ich gefleht habe. Und... Er hat gesprochen, er hat mir in Situationen gezeigt, dass sich plötzlich Menschen entschuldigt haben und in einem Gespräch gleich zweimal entschuldigt haben. Und das Gleiche hatte ich heute, als ich unterwegs war mit einer Politesse, dass ich gleich zweimal bei mir entschuldigt habe. Und das war so auffallend, dass ich gesagt habe, Herr, was soll das jetzt, dass sich plötzlich die Leute bei mir entschuldigen in einem Gespräch zweimal und das des Öfteren. Dann hat er gesagt, ich stelle deine Ehre wieder her. Ich wollte eigentlich nach Haus fahren, weil ich gedacht habe, es ist zu spät. Und plötzlich, als ich da reinfuhr in die eigene Straße, musste ich dringend auf die Toilette. Und der Herr hat vorher schon gesprochen, während ich runtergefahren bin. Da habe ich gesagt, Herr, muss das jetzt echt noch sein? Muss ich das jetzt noch sagen? Und er hat gesagt, ja, am besten gleich. Und er hat gesagt, ich zeige dir, dass ich deine Ehre wiederherstelle. Und weil du in der Gemeinde ein Teil bist und weil ihr alle im Geist miteinander verbunden ist, möchte der Herr sagen, er stellt eure Ehre her. Und jeder, der sie ergreifen möchte, wo immer ihr euch Unrecht erfahren habt, wo immer ihr, ja, wo was gewesen ist, wo man euch einfach die Ehre genommen habt, ihr könnt sie jetzt nehmen, weil er hat sie mir geschenkt und weil ich ein Teil der Gemeinde bin, schenkt er sie jetzt euch auch. Ergreift sie, die sie haben möchten. Amen. Also, ich habe mich vor langer Zeit bekehrt und mein Herzensanliegen war immer, dass ich mit Ehrlichkeit zum Herrn gegangen bin und immer wissen wollte, was er will und was seine Wahrheit ist. Aber jetzt mit der Botschaft ist mir wieder mal eins klar geworden, dass ich vom Herrn noch nie geweint habe. Als Kind habe ich sehr häufig geweint und zu mir ist immer gesagt worden, als Mann darf man nicht weinen. Und das habe ich mir dann zu Herzen genommen und dann habe ich einfach aufgehört damit. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gewarnt habe. Und dafür möchte ich jetzt Buße tun. Also vielleicht hältst du dabei. Okay. Und ja, ich möchte jetzt ganz einfach so schnell wie möglich wieder mal vor dem Herrn weinen können und nicht für meine Anliegen, sondern für seine. Das ist wichtig. Okay. Also. Dann gehen wir mal auf die Knie. Herr, ich wende mich ab von jeder falschen Härte in mir. Oh Herr, ich wende mich ab von jeder falschen Härte in mir. Einer selbst auferlegten Härte und Korrektheit. Meiner selbst auferlegten Härte und Korrektheit. Die auch mein Schutz war. Die auch mein Schutz war. Ich erlaube es dir, Herr, sie wegzunehmen. Ich erlaube es dir, Herr, sie wegzunehmen. Wenn es dich betrifft, bete einfach mit. Genau, bete einfach mit. Vergib mir, wo ich dich dadurch abgewehrt habe. Vergib mir, wo ich dich dadurch abgewehrt habe. Ich will mich dir neu öffnen. Ich will mich dir neu öffnen. Neu vor dir verletzlich sein. Neu vor dir verletzlich sein. Empfänglich sein für deine Emotionen. Empfänglich sein für deine Emotionen. Für deinen Geist. Für deinen Geist.
Erbarm dich über mich. Schenke du mir zu deiner Zeit deine Tränen. Schenke du mir zu deiner Zeit deine Tränen. Für deine Anliegen, für die Verlorenen. Für deine Anliegen, für die Verlorenen. Für dein Herz. Für dein Herz. Schenk mir auch, wo es sein soll, Tränen der Buße. Schenk mir auch, wo es sein soll, Tränen der Buße. Ich empfang's im Glauben. Ich empfang's im Glauben. Ich danke dir. Ich danke dir. Amen. Amen. Okay. Es geht nicht um Äußerlichkeit, es geht auch nicht um Tränen an sich, aber wenn die Tränenlosigkeit, und es ist sehr oft Symptom für etwas Tieferliegendes ist, dann ist es wichtig, dass wir... Möchtest du? Danke. Ja, ich sage es einfach, wie es ist. Ich habe die letzten paar Mal beim Gemeindegebet eigentlich gesagt, Herr, ich möchte nicht mein eigenes beten, was von meinem Kopf herkommt, sondern ich bin jetzt auf dem... Ich bin jetzt vor dir und mach mit mir, was du mit der Gemeinde machen willst. Ja, und ich war eine halbe Stunde weinend vom Herrn. Und es war so ein, ich kann sagen, der Himmel war offen. Und ich habe nur Danke sagen dürfen, dass Herr, du für jeden so den Himmel öffnest. Und einfach nur sein, es war nur sein, mehr nicht. Und ja, ich wollte dem Herrn Danke sagen dafür. Amen. Dankeschön. Danke, Jesus. Das ist großartig. Als Michael so gepredigt hat, ich habe ein bisschen gelesen und ich habe gespürt ein Brennen und ein Ziehen, wie er das gesagt hat, ja, dass es wirklich in seinem Herzen brennt. Ich habe ein Ziehen und ein Brennen gespürt, aber mit meinem ganzen Sein, ja, und mehr von Gott, sich nicht zufrieden geben. Ich habe vor kurzem ein Erlebnis gehabt und das ist mir so bewusst geworden, wie viel mehr mit dem Herrn noch möglich wäre und wie beschränkt wir oft noch denken. Und als ich dieses Ziehen gemerkt habe, und ich habe vorher ein bisschen in der Bibel mitgelesen, dann kam mir die Bibelstelle, die ich gerade vorher auch gelesen habe, niemand kann zum Herrn kommen, niemand kann zu Jesus kommen, es sei, dass der Vater ihn zieht. Und das ist mir auch so bewusst geworden, hier, wo ich diesen Zug gespürt habe, das ist unser himmlischer Vater, der uns wirklich zieht. Und ich bete, Vater, in Jesu Namen, dass du jeden Einzelnen von uns ziehst, dass du uns ein brennendes Herzensverlangen schenkst, himmlischer Vater, mehr von dir. Und ich bitte dich, Vater, für mich und meine Geschwister, pol uns um, verkabel uns völlig neu, aber richtig. Und darum bitte ich dich in Jesu Namen. Und ich will einfach so sehr, dass du noch mehr in die Tiefe mit uns hineingehst, mit uns allen. Und das erbitte ich von dir. Und ich sage danke für die wunderbaren Zeugnisse. Ja, mich hat das Wort sehr berührt heute Abend, als der Michael darüber gepredigt hat, dass wir in 10 Jahren noch so sind, wie wir jetzt sind, wenn wir nicht wirklich mit allem in uns, mit unserem ganzen Herzen den Herrn wollen, mit allem, was dazugehört. Weil ich kann gut so leben, wie ich gerade lebe. Ich kann gut meine Morgenerweckung lesen und sonntags hier mitteilen und meine Gebetszeiten haben. Ich kann gut so leben. Obwohl ich in mir spüre, dass der Herr nicht so leben kann. Und ich muss einfach wirklich vorm Herrn Buße tun. Und Vater, ich bekenne das vor dir, dass ich so leben kann. Dass ich leben kann, obwohl du an meinem Herzen ziehst. Dass ich so leben kann, obwohl du zu meinem Gewissen sprichst. Dass ich so leben kann, obwohl ich deine Stimme bereits gehört habe und ich trotzdem so gut ohne sie leben kann. Ich trotzdem so gut, so viele Stunden am Tag vertun kann. Vater, ich bitte dich wirklich um Vergebung, dass ich dich eigentlich gar nicht will.
Und Vater, ich bitte dich auch um Vergebung, dass es mir Angst macht, der Gedanke, weil ich eigentlich gar nicht weiß, was es bedeutet, mein Leben 100% für dich, in dir und durch dich zu führen. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Ich weiß gar nicht, wie viele Bereiche in meinem Leben ich eigentlich vor dir fernhalte. Es ist mir nicht mal bewusst, Vater. Und dafür bitte ich dich um Vergebung. Und ich bitte dich, Vater, dass du da hineinkommst mit einer neuen Stabilität, Herr. Ich brauche deine Stabilität. Ich habe mich so daran gewöhnt, dass Emotionen kommen und gehen, dass Predigten kommen und gehen, dass alles irgendwie wieder vorbeigeht und ich trotzdem weiterleben kann, wie ich weiterleben will. Vater, ich brauche dich als der Überwinder in mir. Ich brauche dich so sehr, weil ich nicht mehr will, dass es so weitergeht, wie es gerade geht. Sondern weil ich will, dass es einen Unterschied macht. Weil ich nicht will, dass diese Predigt einfach so vorbeigeht an mir. Weil ich nicht will, dass morgen die Sonne aufgeht und alles wieder so ist, wie es heute war. Sondern ich will, dass es einen Unterschied macht, Vater. Ich will, dass du einen Weg haben kannst in mir, Vater. Ich will, dass du einfach regieren kannst in mir, Vater. Und ich kann es nicht aus mir heraus. Ich schaffe es nicht mal bis morgen früh. Ich schaffe es nicht bis übermorgen. Vater, ich brauche dich. Ich brauche dich dafür, Vater. Und ich bitte dich, beschneide mich in meinem Herzen dort, wo ich hart bin, wo ich gleichgültig bin, dir gegenüber. Und schenk du mir, Vater, ein fleischernes Herz. Ein fleischernes Herz, das dich will. Ein Herz, das dich meint, Vater. Herr, ich bitte dich, lass mich nicht so, wie ich bin heute. Der Herr spricht zu dir. Der Herr spricht, ich sehe dein Herz. Ich habe dich angenommen. Ich werde mich um dein Anliegen kümmern. Ganz kurz noch gleich. Ich habe übrigens den Eindruck, Elisabeth, das war für dich dran, dass der Herr deine Ehre jetzt wiederherstellen will. Ich glaube, was du für den Geschwister gesagt hast, ist der übernächste Schritt. Ich glaube, was der nächste Schritt für die Geschwister ist, jetzt nicht für dich, ist, dass wir erstmal lernen, unsere Ehre zu verlieren. Und zwar freiwillig zu verlieren. Und damit der Herr sie noch größer wiederherstellen können. Und es wäre schrecklich, wenn der Herr verfrüht unsere Ehre wiederherstellt, weil dann hätten wir ihm nicht den maximalen Raum gegeben. Aber für dich freue ich mich total. Du hast auch schon einen Preis bezahlt, das wissen wir. Preis dem Herrn. Aber für uns, auch nach dem, was der Herr heute Abend gesprochen hat, glaube ich, dass es der übernächste Schritt sein wird, nicht der nächste. Keine Sorge, wenn wir uns demütigen und selbst verleugnen, wird der Herr unsere Ehre wiederherstellen. Haben wir den ganzen Abend auch gehört. Aber das kommt danach, nicht davor. Bitte. Ihm allein gebührt die Ehre. Liebe Geschwister, es ist mir schon sehr lange, das, was die Alexandra gesagt hat und das, was auch jetzt die Julia gesagt hat, ein Anliegen auf meinem Herzen. Und ich bitte wirklich für mich und für jeden Einzelnen von uns um das Ziehen, um dieses mächtige Ziehen. Denn Jesus sagt, es kann niemand zu viel kommen, denn es sei denn, der Vater zieht ihn. Und dieses Ziehen, nicht nur für mich, sondern für die Gemeinde. Für diese Gemeinde, in der ich leben darf, in der ich sein darf, in der ich Unterweisung, in der ich Korrektur, in der ich Zurechtweisung bekomme und in der ich viel, viel Aufbau, viel, viel Liebe und viel, viel Zuwendung erfahre. Diese Laschheit und diese Lauheit, die ich auch in mir oft wieder entdecke, diese Gleichgültigkeit, die geht mir wirklich auf die Nerven.
Es geht einfach darum, sich das in mir zu erziehen und nicht mehr die Korrektur nur in den Geschwistern sehen soll. Es steht mir nicht zu rechten, zu urteilen. Aber das alles, was ich da so in mir hochkommen sehe, diese Laschheit, diese Gleichgültigkeit, für die ich ja bete, dass sie weggeht, in mir und auch in meinen Geschwistern, muss zuerst dieses Licht scheinen. Und dieses Licht hat in letzter Zeit sehr stark geschienen, in viele Bereiche. Und ich muss sagen, in der Kritik an anderen und besonders an meinem Mann bin ich ja da sehr gut und ich weiß das auch alles und ich möchte ihn korrigieren, aber weiß selber, dass da ich auch genauso Korrektur brauche. Und ich sage euch ehrlich, Ehe ist die beste und die Gemeinde sowieso der beste Schleifstein für alles. Ich danke für diese Korrektur. Ich danke jetzt für das wirklich ernste und tiefe Wort. Ich danke dem Herrn, dass er wirklich mit dem Licht in jedem Einzelnen von uns scheint und vor allem in mir. Und ich bitte ihn, Herr, lass uns nicht und mich nicht so, wie ich jetzt bin, in meiner Selbstzufriedenheit, in meiner Genügsamkeit. Herr, ich will mehr. Ich will einfach mehr von dir. Und ich möchte wirklich eine Freude für dich sein. Ich möchte diese Freude für dich sein. Die möchte ich sein, Herr. Und noch der strecke mir aus. Weil nur in dieser Freude bin ich stark und nur in dieser Stärke bin ich dann dieser Überwinder. Und du rüstest uns aus und du rüstest uns zu und dafür danke ich dir. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der das will. Herr, wir wollen diese Überwinder werden. Und dazu brauchen wir dich. Nur dich. Amen. 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 Christian, magst du noch was sagen? Ich habe so einen Eindruck, dass in dir noch was steckt und du einen kleinen Stups brauchst. Jetzt noch nicht. Gut. Dann bewege dein Herz weiter vorm Herrn, bis die Zeit auch dafür reif ist. Aber es ist gut, dich zu erleben, deine Entwicklung zu erleben. Brems auf keinen Fall auf dem Weg. Amen. Magst du? Ich habe was mit dem Herrn erlebt, gerade vorher. Der Michael hat noch gepredigt und ich bin noch gesessen, war voll dabei. Irgendwann habe ich dann auf die Uhr geschaut und dachte, boah, das ist jetzt schon lang. Und dann habe ich angefangen, im Raum herumzuschauen, habe über alles Mögliche nachgedacht. Habe mir immer wieder mal zurückgeholfen, jetzt hörst du wieder Michael zu. Habe ich gedacht, nein, wenn ich lang rede dann noch. Und dann ist mir ein Blick auf die Silvia gefallen und ich gesehen, wie die Tränen in den Augen stehen. Und in dem Moment ist mir so richtig reingeschossen, mich, wieso ist das bei mir nicht? Wieso bin ich gerade so hart, dass wenn dieses Thema ist und ich weiß, weil meine Kognition hat das erfasst, ich bin stolz und so, er spricht zu mir persönlich, wie kann ich das sitzen wie ein Stein? Und dann war in mir nur so ein Schrei, so, ich will das nicht, ich will empfangen, Herr. Und vergib mir. Und in 2 Sekunden bin ich da gesessen, hab einfach gespürt, wie mein Herz so macht. Und plötzlich ist alles wieder reingefallen. Ich bin einfach so dermaßen in Awe auf ihm. Wie er das machen kann, wie er innerhalb von Sekunden dich zieht. Da war so dieser Zug auf meinem Herzen die ganze Zeit jetzt. Und das ist wirklich, das war nichts, was ich können habe. Ich habe gewartet drauf, dass es vorbei ist.
Aber der Herr nicht. Der Herr hat gewartet, dass ich zu ihm komme. Weil er hat mich gezogen und nicht ich ihn. Und ich will ihn einfach loben und preisen dafür, dass er es tut, also dass er das mit mir schafft. Dass er das durch meine ganzen Gedanken, Festungen, Gewohnheiten und den ganzen Dreck in meinem Leben, den ich veranstaltet habe, dass er das schafft. Also, danke. Amen. Ich mach. Komm gleich, ja? Okay, komm. Ja, ist ja jetzt schon seit ein paar Wochen das Thema Stolz, Demut. Und die haben mich gefragt, ja, wieso ist das Thema? Aber es muss Thema sein. Ja, und ich habe gemerkt, wie in mir noch zu viel Stolz ist, ja. Zu wenig Demut. Und vor ein paar Wochen habe ich der Chefin auch mitgeteilt, also ich würde mich jetzt nach was anderem umschauen. Und gut, davor war es auch schon oft so, nicht? Das Fleisch will wegrennen, will sich der Züchtigung entziehen und die Seele schreit auf. Und es war aber immer so wie eine Blockade, so als ob ja Gott die Türen dazu macht. Und jetzt, ja, die letzten Wochen auch, also ich kann mich nicht woanders bewerben. Und ja, vor zwei Tagen hat Gott auch zu mir gesprochen, also durch einen Bibelvers, um mich da wirklich ja absolut unterzuordnen unter der Chefin, was auch ein bisschen eine schwierige Situation ist, weil ich eigentlich der Fachdienst bin und auch in dem Bereich viel zu sagen habe und es so auch vereinbart ist, dass die Chefin da nichts zu sagen hat, obwohl sie da viel, viel sagt. Und also schon eine ganz schöne Herausforderung, aber im Prinzip bin ich an einer Situation, ja, also keine Ahnung, wie man das alles retten soll. Und da hängen ja auch die ganzen Jungs daran in der Wohngruppe, aber also ich habe keine Ahnung. Und klar, zuerst schreit die Seele auf, nein Gott, also ich ordne mich doch da nicht unter wie ein Sklave. Und wenn die Chefin sagt so, dann sage ich mein Amen dazu. Aber ich, ja, wie es wohl scheint, ja, soll es so sein. Und darf ich da noch ein paar Ehrenrunden drehen? Ja, Halleluja. Wir haben zu Eingang gehört von einer Berufung, die vielleicht auch ganz groß ist von Gott, Missionarsberufung, wo der Herr Leben verändern will, wo der Herr vielleicht hunderte Leben verändern will, durch ein Leben hunderte oder tausende Leben verändern will. Und dann fragt man sich oft, wie kann das werden? Wie komme ich in diese Berufung rein? Und wie komme ich an die richtigen Leute? Wie komme ich an das richtige Training? Wie komme ich an das, was an das Sprungbrett, was mich da hinein katapultiert? Heute Abend ist so ein Sprungbrett. Heute Abend, wo das Herz knack macht und wo Gott mehr ran darf, wo Gott mich beugen darf, das ist eigentlich so ein Sprungbrett. Spektakulär, wirkt nicht so groß, wie wenn in einer großen Konferenz man herausgerufen wird von einem weltberühmten Prediger oder so. Es wirkt nicht so wie das. Aber vor Gott sind das Gedenkmeilensteine, Gedenkmomente, die in der Ewigkeit für dich Raum schaffen. Die Gebete, die der Cornelius gebetet hat, die Almosen, die er gegeben hat, ganz unspektakulär, haben ein Denkmal, haben ein Gedenken im Himmel erzeugt und haben ihn in seine Berufung hineingebracht. Solche Momente wie heute Abend, ich sage nicht, dass es so ist, aber können es sein, wo dein Leben für immer anders wird. Oder wo es an dir vorbeigeht, wo es eine weitere Botschaft ist, die du gehört hast. Und was ich manchmal beobachte, ist, dass unsere lieben Geschwister, ich sage auch unsere alten Geschwister, Christa, Irmi, Peter, treu, brav,
willig, keine schlimmen Sünden. Versteht mich richtig? Aber das heißt nicht, dass ihr die Demut Christi habt. Keiner von euch hat das, was Jesus hatte. Und deswegen wäre euer Platz auch hier vorne eigentlich. Irgendwann mal. Und ich stelle fest, wieder und wieder und wieder, dass ihr die anderen vorkommen lasst. Dass ihr sozusagen ihr davon ausgeht, euch betrifft es nicht oder ihr braucht es nicht. Oder sollen die Jungen, die so viel Dreck am Stecken haben, eine Judith, wo offensichtlich ist, wie viel Dreck am Stecken sie hat, weil sie ihr Leben nicht auf die Reihe kriegt oder sonst was. Verstehst du? Da kann jeder drauf zeigen. Weißt du was? Für Gott zählt es gar nicht, ob sie ihr Leben auf die Reihe kriegt. Weil Gott nicht auf das schaut, Judith. Weißt du, auf was Gott schaut? Auf dein Herz weich oder beinhart ist. Auf das schaut er. Und es kann sein, dass die Judith dich beschämen wird am Richtertod Christi. Weil sie als Vorbild vor dich gestellt wird. Und mit welchem Recht bist du hinten gesessen? Mit welchem Recht bist du hinten gesessen? Hast die Zeit ausgesessen und hast die schlimmen Sünder hier vorne parade aufmarschieren lassen? Mit welchem Recht hast du dich rausgenommen? Wird der Richterstuhl Christi vor dir urteilen? Und mein Herz ist besorgt um euch, liebe, brave, ältere Geschwister. Mein Herz ist besorgt, dass ihr die Gnade an euch vorbeigehen lasst, weil er irrigerweise, fälschlicherweise davon ausgeht, ich bin 30 Jahre, 35 Jahre gläubig, ich brauche es ja eh nicht. Weißt was? Es könnte sein, und das sage ich aus Liebe und aus Besorgnis, dass ihr am dringlichsten, nicht heute und nicht, weil ich sage, aber demnächst einmal über einen Schatten springt, über einen Schweinehund springt und sagt, ich sterbe 10 Tode, wenn ich da rausgehe. Ich weiß nicht einmal, was ich sagen soll. Aber besser stammle ich und ergreife meinen Moment der Gnade, als die Gnade mir vorbeigehen zu lassen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Nicht für heute Abend und schon gar nicht am Michaelslehr. Gar nicht, überhaupt nicht. Das zählt ja eh nichts. Aber ich möchte, dass ihr das mit dem Herrn einmal innerlich besprecht daheim. Warum bin ich eigentlich nie davon? Ich rede nicht gern. Das ist ein natürliches Argument, nicht ein Argument des geistlichen Lebens. Und wenn mein Herz brennt nicht genug, damit ich müsste was produzieren. Ich habe kein Brennen im Herzen. Ich müsste mir was aus die Rippen schwitzen. Dann komm nach vorne und sag, mein Herz ist so hart, dass ich kein Brennen mehr habe. Schon Jahre nicht mehr. Das wäre besser, als immer nur die anderen vorkommen zu lassen. Ich möchte ganz kurz euch sagen, was im Chat steht. Ganz kurz. Bring es mal kurz. Und das im Chat steht, ist ja auch in gewisser Weise deutlich hier. Es hat mich vorhin berührt. Und zwar schreibt unsere Schwester Elke, die wir jetzt grüßen mal. Elke, schön, dass du heute Abend dabei sein kannst. Aus Norditalien ist sie heute dabei. Wir waren mit ihr in London gewesen und an verschiedenen anderen Gelegenheiten in Stuttgart. Und sie schreibt Folgendes. Vater, öffne unsere Augen, so wie du sie Hiob geöffnet hast, dass wir wie er sagen können, nun hat mein Auge dich gesehen. Oder Hedi, bewusst ist es mir schon, ich bitte dich auch um Vergebung. Ich will auch nicht, dass es nicht mehr so weitergeht. Ich brauche dich, nimm alles weg, was mich trennt von dir, bitte verändere du uns. Dann schreibt Elke noch weiter, weil das ist schon ein bisschen hochgescrollt. Elke schreibt, ich weiß so viel, aber es fehlt mir so viel vom wahren Leben im Herrn. Ich weiß nicht, wie lange Elke mit dem Herrn ist, wie lange sie auch mit dem Herrn geht, auch alle Wahrheiten der Wiederlangung kennt, seit den 70er Jahren wohl. 40 Jahre, ohne weiteres, 40 Jahre gläubig, aber sie sagt hier, es fehlt mir so viel vom wahren Leben im Herrn. Was für eine Demut, Elke, dass sie das so zugibt, ja? Ja, wir wissen so viel, aber wir kennen ihn nicht wirklich.
Und weißt du, ich möchte niemanden hier loben, ich möchte nur sagen, diese Schwestern, die nicht mal hier sind, die vielleicht viel geben würden, wenn sie hier wären, die Hedi und die Elke, sind ältere Geschwister, reichen fast an euer Alter ran, ja. Aber weißt du, sie könnten auch einfach konsumieren, einfach passiv bleiben. Aber nein, sie demütigen sich im Chat, weil sie diesen Augenblick nicht an sich vorbeigehen lassen wollen. Ich möchte, und ihr wisst gar nicht, wie oft ich bete, dass die Gnade an euch nicht vorbeigeht. Nur, verstehst du, nur weil ihr nicht große Klopper habt und nicht unmoralisch lebt, was ich euch total zugestehe. Der Herr sucht noch nach was anderem jetzt. Nicht nach so und so viel erfolgreichen Berufsjahren. Ist alles gut und schön, alles gut. Kommt alle Gnade vom Herrn. Gibt es gar keinen Verdienst, weil der Herr hat es geschenkt. Der Herr hat die Gesundheit, die Schaffenskraft verliehen. Der Herr gibt die Gesundheit, dass ihr jetzt kommen könnt, dass ihr nicht bettlägerig seid, nicht Pflegefälle seid. Der Herr gibt euch diese ganze Gnade. Aber er gibt diese Gnade, damit ihr noch die Gnadenzeit auch nutzt. Damit ihr noch zum Herrn lauft und euch bergt dabei, ja. Und das möchte ich euch einfach mitgeben, einfach aus wirklicher inniger Sorge, auch um euer Seelenheil, um eure Zukunft fürs nächste Zeitalter, dass ihr wirklich nahe mit dem Herrn lebt, dass ihr ihm jeden Tag näher kommt und nicht bloß mit Erkenntnis. Ihr werdet geweidet, ihr genießt die Wahrheiten vom Lebensstudium, alles wunderbar und wunderschön. Und trotzdem müssen wir jeden Tag sagen, Herr, lass mich nicht alt werden innerlich, nicht hart werden innerlich, nicht gewohnt werden, nicht spröde werden, sondern lass mich jung, offen, frisch, immer grün sein. Der Vater im Himmel ist immer grün, er hat keine welken Blätter, er ist dieser Baum, er ist immer neu, er ist immer frisch. Und diese Frische wünsche ich euch so sehr von Herzen. Amen. Ja, und auch, muss ich auch sagen, auch ihr Jungen, in Anführungszeichen, oder ihr Neuen, ja, Renate, Florian, was immer, nur weil ihr vielleicht noch nicht so weit seid, noch nicht so lange diese Dinge versteht. Manchmal ist es ein Satz. Manchmal ist es, ich strecke mich aus nach mehr von dir her. Das genügt. Das ist ein Schritt tiefer. Ja? Und das musst du nicht hier machen, das kannst du auf einem Sitz machen. Aber ich möchte euch ermutigen, seid aktiv an einem solchen Abend. Seid, ergreift die Wirklichkeit des Herrn. Ergreift das Reich Gottes. Reißt es, zieht es an euch. Und Gott wird sich an solche Momente erinnern. Amen. Gut, wenn es noch jemanden gibt, dann kann noch jemand gerne kommen. Ansonsten werden wir einfach noch beten und ja, den Abend beschließen. Vater, wir danken dir für alles. Du kennst unser Herzen, du kennst unser Inneres, Vater. Du weißt, Vater, wo wir Buße tun müssen für Dinge, die wir getan haben. Aber mir scheint, wir müssen auch viel mehr Buße tun für Dinge, die wir nicht tun. Für die Unterlassungen viel mehr als für die Taten. Herr, die Überlassungen sind so zahlreich, die Unterlassungen sind so zahlreich. Und wir merken es nicht, das ist das Schlimme dabei. Wir merken es nicht, wo wir einfach nicht das Potenzial nutzen, was du uns da reichst, Herr. Und Herr, wir danken dir, dass das Gnadenzeit ist. Wir danken dir, dass du noch nicht zurückgekommen bist, dass noch nicht Gericht ist, dass noch nicht bilanziert wird, dass wir noch Gelegenheit haben, dich zu suchen, dir nachzujagen, von ganzem Herzen, dich zu unserem kostbarsten, wichtigsten zu machen, unserem Höchsten und Liebsten auf Erden. Und ich danke dir, Herr, dass du heute Abend, ich bete für meine Geschwister, dass auch wenn sie nach Hause gehen, sie beim Gute-Nacht-Gebet nochmal sich ausstrecken nach dir und sagen, Herr, ich möchte morgen noch anders aufstehen als heute. Und danke, Vater, du gibst dem Hochmütigen widerstehst du, aber dem Demütigen gibst du Gnade. Amen. Amen. Amen.